Da diese Ungleichung nicht ersten Grades ist, werden wir zu ihrer Auflösung eine Zeichentabelle erstellen. Eine Zeichentabelle erstellen bedeutet, alles mit Null vergleichen. Also setzen wir zuerst diese zwei Terme links rüber, damit rechts die Null steht. Der linke Teil dieser Ungleichung muss jetzt faktorisiert werden. In den beiden ersten Termen können wir x² ausklammern und in den zwei letzten können wir 4 ausklammern. Und dann stellen wir fest, dass beide Terme den gemeinsamen Faktor x-2 haben, den wir dann insgesamt ausklammern können. Und somit ist der linke Teil faktorisiert. Jetzt können wir eine Zeichentabelle erstellen, in der wir zuerst alle besonderen Werte eintragen. Nullstelle von diesem ersten Faktor, das ist die 2, und Nullstellen von dem zweiten Faktor, das sind minus 2 und 2. Diese zwei Werte tragen wir hier in diese x-Zeile ein und das in aufsteigender Reihenfolge von links nach rechts. Dieses Binom ersten Grades wird 0 bei 2. Rechts von der 0 setzt man das Vorzeichen der Vorzahl von x, also plus, und links entgegengesetzt. Dieses Binom zweiten Grades wird 0 bei minus 2 und 2, also setzen wir da und da eine 0 ein. Außerhalb dieser zwei Nullen setzt man das Vorzeichen der Vorzahl von x², also minus, so, und dazwischen entgegengesetzt. Jetzt kommen wir zu den Schlussfolgerungen. Wenn x minus 2 ist, dann ist dieser Faktor streng negativ und dieser Faktor ist 0. Minus mal 0 ergibt 0, also schreiben wir da eine 0 hin. Wenn x 2 ist, dann ist das Produkt 0 mal 0, also ebenfalls 0. Befindet x sich links von minus 2, dann erhalten wir negativ mal negativ, das heißt positiv. Zwischen minus 2 und 2 haben wir nec mal pos, also nec. Und rechts von der 2 haben wir pos mal nec, also nec. Gefragt wird hier, wann ist dieses Produkt kleiner gleich 0? Kleiner gleich 0 ist in diesem Bereich. Dann markieren wir diesen Bereich grün und fahren diesen grünen Bereich nach oben bis in die x-Zeile hinein, also so. Wir deuten die Tabelle, wenn x größer gleich minus 2 ist, dann ist dieses Produkt kleiner gleich 0. Also ist das Intervall von minus 2 eingeschlossen bis plus unendlich die Lösungsmenge von dieser Ungleichung. Und die Übung ist schon beendet.